Meine Damen und Herren, das war Campus Brass unter der Leitung von Jörg Ritter. Wir hören gleich noch etwas mehr von Ihnen. Nun geht es richtig los und es begrüßt Ihnen nun der Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Professor Michael Hoch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zur 198. Eröffnung des akademischen Jahres an der Universität Bonn willkommen heißen. Besonders begrüßen möchte ich Frau Kappe, Bürgermeisterin der Stadt Bonn, Herrn Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Magnifizenzen, Altrektoren, Präsidentinnen und Präsidenten, stellvertretend den Präsidenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Herrn Professor Hartmut Ihne. Hartmut, schön, dass du gekommen bist. Spektabilitäten, Senatorinnen und Senatoren, Ehrenbürger und Träger der Medaille unserer Universität, die Vertreterinnen aus Politik, Verwaltung und dem Wissenschaftsministerium NRW, Herrn Professor Engels, den Vorsitzenden des Hochschulrats und die Mitglieder des Hochschulrats, Altkanzler Lutz, die AStA-Vorsitzende, Frau Schmitz, freue ich mich sehr drüber, und natürlich alle Universitätsangehörigen und die anwesenden Studierenden. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit Ihnen allen in diesem feierlichen Rahmen den Beginn unseres neuen Studienjahres zu feiern. An dieser Stelle möchte ich auch die ausländischen Studierenden, Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. A very warm welcome to you, all of you. Enjoy this opening ceremony. Sie erinnern sich vielleicht, im vergangenen Jahr wurde ich von Studierenden aus der Schauspielgruppe anmoderiert und wir hatten ein Sofa auf der Bühne, um im Rahmen eines kleinen Interviews die damals noch ganz neuen Prorektorinnen und Prorektoren zu interviewen, ihre Ziele und Ideen für ihr jeweiliges Ressort kennenzulernen. Wir haben uns entschieden, dieses Format beizubehalten, aber etwas weiterzuentwickeln. Es trägt nun die Bezeichnung im Gespräch mit. Und wir möchten in den nächsten Jahren die unterschiedlichen Persönlichkeiten dazu einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Unsere Gäste werden jeweils ihren Blick auf Lehre und Forschung, ihre Einschätzung zur Universität der Zukunft, ihre Ideen und Fragen präsentieren. In diesem Jahr werden uns Judith Pfeiffer, Matthias Becher und Pierluigi Nicotera aus ihren jeweiligen Fachgebieten berichten und aus ihren jeweiligen Strukturen und Einblicke in ihre wissenschaftliche Arbeit geben. Dabei zeigt die Auswahl der Gäste bereits einige Schwerpunkte des vergangenen Jahres auf. Also Judith Pfeiffer ist als Humboldt-Professorin aus Oxford zu uns gekommen. Sie ist eine der führenden Islamwissenschaftlerinnen. Unser zweiter Gast, Matthias Becher,
Er hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen den ersten geisteswissenschaftlichen Sonderforschungsbereich der Philosophischen Fakultät eingeworben. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf und Herr Becher noch einmal herzlichen Glückwunsch. Pierluigi Nicotera vertritt als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, DZNE, ein außeruniversitäres Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Pierluigi, schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass Sie alle bei uns sind. Vielleicht ist Ihnen als weitere Veränderung auch schon aufgefallen, dass wir ein wenig Kunst auf die Bühne gebracht haben. Studierende werden uns später erklären, worum es sich handelt. Sie werden überrascht sein. Neu ist heute auch, dass wir Ihnen im Anschluss an meine Begrüßung einen kurzen Film zeigen werden, der das vergangene Jahr an der Universität Bonn noch einmal Revue passieren lässt. Sie sehen, wir bieten Ihnen heute wieder ein vielfältiges, informatives und hoffentlich auch unterhaltsames Programm und geben eben zugleich Einblicke in die aktuelle Situation und auch die zukünftigen Pläne für die Universität Bonn. Welche Veränderungen anstehen, was uns in den kommenden Monaten erwartet und wie wir gemeinsam den Aufbruch der Universität in die Zukunft meistern können, dazu später mehr. Ich werde in meinem Ausblick gegen Ende der Veranstaltung aufzeigen, wo die zukünftigen Schwerpunkte liegen und wie wir den vielfältigen Herausforderungen begegnen werden. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen, sagt Aristoteles. Und ich denke, das wird auch das Motto des Aufbruchs der Zukunft sein. Lassen Sie mich aber jetzt schon allen ganz herzlich danken, die diese Veranstaltung auf vielerlei Art möglich gemacht haben. Ich möchte zunächst der Universitätsgesellschaft Bonn danken, vertreten durch ihren Vorsitzenden Michael Kranz, für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Campus Brass unter der Leitung von Jörg Ritter für die musikalische Gestaltung. Den Künstlerinnen und Künstlern für die Bereitschaft, ihre Werke zu zeigen, später, und zu erklären. Den Pedellen Silvia Haupt und Friederike Madia sowie Herrn Becker vom Archiv. Natürlich Andreas Archut für die Moderation der Veranstaltung. Klaus Herkenrath, der mit seinem Team für die filmischen Beiträge von Unibonn TV steht, sowie natürlich den Organisatoren der akademischen Eröffnungsfeierlichkeiten, insbesondere Dezernat 10 und den Mitarbeitern der Technik in Dezernat 4. Ich möchte nun der in diesem Jahr verstorbenen Universitätsangehörigen gedenken. Von besonderer Trauer hat uns erfüllt, dass der Nobelpreisträger Reinhard Selten am 23. August 2016 verstorben ist. Mit dem Bundespräsidenten AD Walter Scheel, ich komme gleich noch dazu, der am 24. August 2016 verstorben ist, verlieren wir einen Ehrensenator der Universität Bonn. Eine wichtige Persönlichkeit für unsere Universität war zudem Professor Dr. Karl Dietrich Bracher, der Gründer des Seminars für politische Wissenschaft, der am 19. September 2016 verstorben ist. Zum Gedenken an diese Persönlichkeiten und alle anderen der in diesem Jahr verstorbenen Universitätsangehörigen, bitte erheben sich von ihren Plätzen. Ich würde die Namen jetzt verlesen. Dorothea Ader, emeritierte Professorin für deutsche Sprache und Literatur sowie ihre Didaktik. Thierry Benetteau, Bibliotheksaufsicht im Institut für Geschichtswissenschaft. James Berkowitz, Student der Mathematik. Karl-Heinz Böhling, emeritierter Professor für Informatik. Klaus-Achim Bösler, emeritierter Professor für Geographie. Karl Dietrich Bracher, emeritierter Professor für die Wissenschaft von der Politik und Zeitgeschichte. Wilhelm Breuning, emeritierter Professor für Dogmatik. Peter Brühl, emeritierter Professor für Urologie und Kinderurologie.
Leonard Cox, emeritierter Professor für Volkskunde. Dr. Thomas de Wender, Institut für Philosophie. Philipp Eggers, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft. Wolfgang Everling, emeritierter Professor für Informatik. Herbert Fiedler, emeritierter Professor für juristische Informatik, allgemeine Rechtslehre und Strafrecht. Norbert Gabriel, APL-Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stefan Hildebrand, emeritierter Professor für Mathematik. Frank Lothar Hossfeld, emeritierter Professor für alttestamentliche Wissenschaft. Paul Gerhard Kirchhoff, emeritierter Professor für Herz- und Gefäßchirurgie. Friedrich Wilhelm Koswig, Studienprofessor im Ruhestand. Hans-Jakob Krümel, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und ehemaliger Rektor unserer Universität. Hans-Georg Lehmann, emeritierter Professor für Politikwissenschaft. Gunther Franz Menz, Professor für Geographie. Manfred Neumann, emeritierter Professor für Wirtschaftspolitik. Peter Propping, emeritierter Professor für Humangenetik. Christian Perhaut, Student der Agrarwissenschaften. Marco Robin Roberts, Student of English Studies. Hans-Werner Rotthauwe, emeritierter Professor für Kinderheilkunde. Klaus-Peter Schaal, emeritierter Professor für medizinische Mikrobiologie. Dr. Walter Scheel, Bundespräsident AD und Ehrensenator unserer Universität. Reinhard Selten, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre, Nobelpreisträger und Ehrensenator unserer Universität. Josef Simon, emeritierter Professor für Philosophie. Dorothee Sommershoff, Büroangestellte im Institut für anorganische Chemie. Johannes Stetz, emeritierter Professor für Geologie. Hans-Georg Trüper, emeritierter Professor für Mikrobiologie. Rainer Vollmer, Student der Physik. Studienprofessor Klaus Winkler, Dozent für Griechisch und Latein. Lord George Weidenfeld, Ehrensenator unserer Universität. Heinz-Jürgen Wolf, emeritierter Professor für romanische Philologie. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zum Gedenken an unsere Verstorbenen erhoben haben. Ganz schön traurig, ja? Doch viele der Kolleginnen und Kollegen, die uns da doch über die Jahre begleitet haben. Ja, das ist dann schon eindrucksvoll, wenn die Liste irgendwo auch so lang ist. So, ich möchte nun die neu gewählten Mitglieder des Senats sowie die Dekane proklamieren. Im vergangenen akademischen Jahr wurden an 4 Fakultäten neue Dekane gewählt. Für das neue akademische Jahr proklamiere ich die Dekane. Der Evangelisch-Theologischen Fakultät, Professor Dr. Günther Röser. Der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Professor Dr. Daniel Zimmer. Der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Dr. Johannes Beck. Wiedergewählt wurde der Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät, Professor Dr. Peter Steele.
Am 12. Mai 2016 hat die konstituierende Sitzung des Senats stattgefunden. Ich proklamiere traditionsgemäß die neuen Mitglieder des Senats. Als Vorsitzender des Senats im Amt seit dem 1. Mai 2015 Professor Dr. Thorsten Pietsch und als sein Stellvertreter Professor Dr. Konrad Fössing, die beide wiedergewählt wurden. Als Senatorinnen und Senatoren aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aus der Katholisch-Theologischen Fakultät, als stellvertretender Senator Professor Dr. Martin Ebner, da die Mitgliedschaft von Frau Professor Dr. Gisela Muschiol ruht, aus der Evangelisch-Theologischen Fakultät Professor Dr. Cornelia Richter, aus der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät Professor Rainer Hüttemann und Professor Dr. Matthias Kräkel, aus der Medizinischen Fakultät Professor Dr. Christian Kurz und Professor Dr. Helmut Stark, aus der Philosophischen Fakultät Professor Dr. Martin Benz, Professor Dr. Konrad Fössing, aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät Professor Dr. Thomas Bartholomäus, Professor Dr. Stefan Müller, aus der Landwirtschaftlichen Fakultät Professor Dr. Peter Schulze-Lammers und Professor Dr. Florian Grundler, aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dr. Thorsten Hornung, Dr. Konrad Peitmann, Dr. Ulrich Kessler, Dr. Antje Gunsenheimer, aus der Gruppe der Studierenden Chiara Maziotta, Matthias Rübo, Önur Özgen und Jan Küte und aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung Heinz-Peter Braun, Raja Bernhard, Beate Ponatowski. Der neue Kanzler unserer Universität, Herr Holger Gottschalk, wird am 1. Januar 2017 sein Amt antreten. Herr Gottschalk ist seit 2012 Kanzler der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er wurde am 24. März 2016 von der Hochschulwahlversammlung der Universität Bonn einstimmig gewählt. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir so einen herausragenden Kanzler auch für unsere Universität gewinnen konnten. Ich hatte in der Vergangenheit hier auch ganz besonderen Dank schon dem Hochschulratsvorsitzenden Professor Engels und auch dem Vorsitzenden des Senats gezollt, die sich beide wirklich auch sehr eingesetzt haben, dass wir diesen neuen Kanzler aus Frankfurt gewinnen konnten. Ich wünsche Ihnen allen, also den neuen Amtsträgerinnen und Amtsträgern in ihrer vielfältigen Tätigkeit viel Glück und Erfolg. Sie tragen mit uns zusammen mit dem Rektorat natürlich dazu bei, die Universität in die Zukunft zu führen. Mein Team, also die Prorektorinnen und Prorektoren, Frau Friske, Frau Krechel, die Mitglieder des Rektorats, wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen. Zugleich möchte ich an dieser Stelle auch all jenen danken, die sich als Dekane und Senatoren im vergangenen akademischen Jahr mit großem persönlichen Einsatz engagiert haben, um die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Universität zu ermöglichen. Bleiben Sie uns eng verbunden und ich bin sicher, dass Sie auch weiterhin Ihre Ideen einbringen werden. Nun, die vergangenen Monate waren für die Universität sehr ereignisreich. Wichtige Preise gingen an unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben neue Sonderforschungsbereiche eingeworben. Auch ein ganz großes Projekt für die Lehre, das Projekt Qualität in Studium und Lehre, 17 Millionen Fördersumme. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, wir werden später noch darauf eingehen. Das Team von Unibonn TV war natürlich bei den besten Momenten dabei und hat die Highlights des letzten Jahres nun in einem kleinen Film für uns zusammengestellt. Film ab.